hier ist wieder die Anja und heute wird ein Kärtchen mit einer besonderen Technik gebastelt. Das ist die Bookbinding-Technik, weil wir hier an der Seite die Karte Vorder- und Rückseite ein bisschen zusammengeklebt haben und es dann wie ein Buch aufzuklappen ist. Daher kommt der Name. Für die Karte brauchen wir natürlich erstmal eine Grundkarte. Das ist hier ganz normal ein halber DIN A4-Bogen. Wir brauchen in einer zweiten Farbe etwas Farbkarton. Die genauen Maße blende ich dir immer unten ein. Natürlich brauchen wir ein bisschen Designerpapier, etwas weißen Farbkarton, um die Eichhörnchen zu stempeln. Und für die Karte innen brauchen wir ein bisschen Farbkarton, damit man da nicht auf den dunklen, ja, auf das Wildleder dann schreiben muss. Wenn man da noch was reinschreiben will, habe ich das nochmal mit weiß gemacht und da einfach ein paar Blätter aufgestempelt. Außerdem, wenn du das mit den Blättern machen möchtest, ein paar Reste in verschiedenen passenden Farben. Und hier unten für den Spruch habe ich auch nochmal einen kleinen Rest mir zugeschnitten. Die Grundkarte falzen wir erstmal ganz normal in der Mitte. Das ist so ungefähr bei 14,8. Und dann schiebst du das Ganze 3 cm weiter, also von 14,8 auf 11,8 und machst da nochmal eine Falzlinie. Das ist jetzt hier unser kleiner seitlicher Rand, den wir dann nachher festkleben, um dann hier nicht die ganze Karte, sondern eben nur diesen Teil hochzuklappen. Von dem zweiten Farbkarton schneiden wir uns für die Vorderseite einmal hier diesen Streifen zurecht und dann das größere Feld. Der Farbkarton muss eine Höhe von 10,2 cm haben und den schmalen Streifen schneidest du dann auf 2,7 cm. Ich wollte nicht einen ganz so großen Rand haben. Und da siehst du, das Wildleder guckt so ein kleines bisschen rundherum raus, aber nicht zu viel. So, das andere Stück, das muss jetzt eine Breite von 11,5 cm haben. Und dann passt das auch wunderbar hier vorne drauf. Machen wir gleich weiter mit dem Designerpapier. Das schneiden wir jetzt auf 9,8 cm zu, beziehungsweise das habe ich schon gemacht. Und der Streifen ist dann einmal bei 2,3 cm und der breitere ist dann 11,1. So, und das letzte, was wir noch hatten, das habe ich hier schon fertig zugeschnitten. Das war für innen der weiße Farbkarton. Der ist 11,5 und in der Höhe auch 10,2 cm. Damit haben wir alles, was wir brauchen für die Karte, anzuschnitten und können jetzt schon das Ganze zusammenkleben. Den weißen Farbkarton für innen, den lege ich aber erst noch mal zur Seite, weil den will ich erst bestempeln, bevor ich ihn einklebe. Nicht, dass dann da was schief geht und dann habe ich einen schlechten Stempelabdruck in der fertigen Karte drin, das wäre nicht so toll. Also fange ich jetzt mal hier mit dem Merlot-Rot an und klebe mir das in die linke Seite. Und dann das andere Teil daneben. Immer noch mal gucken, dass du es auch richtig rum hast, weil die Längen sind nicht so unterschiedlich, es ist nah dran am Quadrat und dann wäre das ja blöd, wenn man es aus Versehen falsch aufklebt. Das merkt man zwar ziemlich schnell, aber dann hat man schon meistens den Kleber ein bisschen auf der Karte drauf und kriegt das nicht mehr ganz sauber ab. So, beim Designerpapier gucke ich, dass ich das auch hier vom Muster fortlaufend habe, dass ich das richtig aufklebe. Und da fange ich auch wieder mit dem kleinen Streifen an. Der kommt hier rein. Und dann das zweite Teil. So.
So, und jetzt kümmern wir uns um die Einkerbung. Also, falls du die machen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, das jetzt zu machen, bevor wir die Karte dann hier fest zusammenkleben, weil das wird dann natürlich schon ziemlich dick und nicht jeder Lochstanzer kommt dann durch diese mehrere Lagen Papier durch. Deswegen, das sollte zu schaffen sein. Meinen kleinen Locher, den schiebe ich hier rein. Ich gucke, dass ich den möglichst in der Mitte ausrichte. Der ist tatsächlich fast so breit wie diese 3 cm, dieser Abschnitt. Und dann musst du mal überlegen, wie weit du den reinschieben willst. Hier habe ich die Einkerbung ziemlich tief gemacht. Ich mache jetzt mal ein bisschen weniger, gehe also, ja, nicht bis zur Hälfte, sondern etwas weniger. Aber du solltest dir merken, wie weit du da reingehst, damit du es dann auf der gegenüberliegenden Seite genauso tief machst. Also ich sage mal so, bis das Designerpapier anfängt, ein bisschen tiefer, dass ich das nicht mit ausstanze. Und dann einmal feste zudrücken. Und dann haben wir die erste Einkerbung. Das gleiche dann von der anderen Seite. So, und weil wir das ja hier auf der Rückseite auch noch brauchen, jetzt lege ich das zusammen und wenn ich jetzt noch mal reingehe, sehe ich ja, wie weit ich ausgestanzt habe. Ich hoffe, du siehst es auch und mach einfach an der gleichen Stelle noch mal und stanz jetzt eben nur den hinteren Farbkarton aus. Und wenn ich jetzt merke, dass ich ein bisschen unterschiedlich das gemacht habe, kann ich das jetzt hier auch noch mal nachbessern. So. Jetzt habe ich meine Einkerbung und jetzt kann ich die Karte zusammenkleben. Das heißt, ich klappe das auf, mache mir hier auf dieses Feld Kleber drauf und klappe es dann einfach wieder zu. So, gucken, dass ich ein bisschen an den Rand komme und dann einfach festdrücken und schon habe ich meinen Bookbinding-Effekt. Karte lässt sich jetzt so aufklappen. Okay, hier habe ich von dem schönen Faden ein paar Mal drum gewickelt. Da nehme ich jetzt mal was anderes. Ich habe hier noch dieses tolle Karoband. Ich sehe gerade, das ist der letzte Rest. Der wird aber auf jeden Fall noch reichen. Habe ich wieder eine Spule für Kreta. Die sammelt nämlich die leeren Spulen und die hebe ich dann immer auf, wenn ich was für sie habe. So, da also einfach einmal das Band rumlegen, so dass es durch diese Kerbe durchläuft. Das passt dann auch von der Breite wunderbar. Dann mache ich mir hier keine Schleife, sondern einfach nur einen doppelten Knoten rein. Schleife wäre mir zu viel in dem Fall, weil das ja auch ein sehr breites Band ist. Und dann schneide ich mir das ein bisschen schräg ab. So, auf der anderen Seite auch noch mal ein bisschen was abschneiden. Und schon habe ich mein Band hier an der Seite. Die Deko machen wir ja mit den Eichhörnchen. Für die gibt es leider keine Stanzform, deswegen musst du das von Hand aus schneiden. Und da sage ich gleich noch mal was dazu. Erstmal wollen wir sie stempeln. Und da habe ich ja, für die Konturen Wildleder genommen. Und für ja, das Fell habe ich Savanne genommen. Die Nuss habe ich dann in Zimtbraun und Terrakotta gestempelt. Und ja, so passt das ganz gut zum Designerpapier. Das Stempelset siehst du hier, das ist wieder ein Two-Step-Stempelset. Also erst die Konturen und dann wird das Fell teilweise gestempelt bei beiden Eichhörnchen. Und hier sind auch die 2 Stempel für die Blätter, die ich dann innen genommen habe. Die Nuss wird nochmal extra gestempelt und da siehst du, ist hier so eine kleine Aussparung für die Hand vom Eichhörnchen. Und daran kannst du dich orientieren, wenn du den Stempel ausrichtest. Und hier oben, das an der Nuss, ist auch nochmal ein extra Stempel. Die Sprüche sind auf Englisch, aber ein Happy Birthday ist ja international. Und ein Hey There habe ich schon mal verwendet bei meiner Katalogbeigabe. Hier habe ich mir jetzt schon mal für das erste Eichhörnchen alles bereitgelegt, die Stempel montiert, die ich brauche, bisschen Papier, die beiden Stempelkissen, die anderen beiden hole ich mir dann noch.
Und ich stempel mir immer sicherheitshalber mehr Eichhörnchen oder mehr Motive, als ich tatsächlich brauche, weil immer mal was schiefgehen kann. Gerade bei so einem Two-Step-Stempel kann man mal ein bisschen schräg kommen und dann sieht es nicht ganz so schön aus. Und die Eichhörnchen werden auch immer unterschiedlich und dann suche ich mir das Schönste raus. Und die, die ich dann nicht brauche, da findet sich immer noch eine Verwendung für. Ich fange also an mit den Konturen. Und mach mir mal so zwei, drei Stück. Ich experimentiere da anfangs dann auch immer ein bisschen mit den Farben, dass ich die mal unterschiedlich mache und dann gucke, was am besten auf die Karte drauf passt. Und das ist immer schön, wenn man da ein bisschen eine Auswahl hat. So, beim Ausrichten von dem Fell kannst du die Füße und die Arme nehmen. Bei den Ohren sieht man es auch ganz gut. Und man kann sehr schön von oben drauf gucken. Und erst wenn du dir ganz sicher bist, dass es passt, dann gehst du runter. Ich muss jetzt hier natürlich ein bisschen schräg gucken, wegen der Kamera über mir. Das Auge sollte ich auch nicht zustempeln. Und dann riskiere ich es einfach mal. Dafür habe ich ja drei Abdrücke gemacht. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Der Stempel ist hier nicht so ganz sauber. Das kann schon mal passieren bei so einem vollflächigen Stempel. Und das hat auch immer was mit dem Stempelkissen zu tun. Unterschiedliche Stempelkissen, von den Farben her. Ich habe ja eigentlich sowieso nur Stempel-Up-Stempelkissen. Aber selbst die bringen unterschiedliches Ergebnis. Das hat, so wie ich das sehe, was damit zu tun, wie viel Farbe in dem Stempelkissen drin ist. Ich habe jetzt meine Savanne erst nachgefüllt. Das heißt, das ist sehr saftig und deswegen wird das dann hier nicht so perfekt, wie es eigentlich sein sollte. Aber ich denke mir, mit der Zeit ist auch wieder die Farbe weggestempelt und dann wird das besser. Und ja, ich finde, das hat jetzt in dem Fall ja ein sehr natürliches Fell ergeben und nicht so ganz glatt und schnörkellos. Deswegen finde ich das jetzt hier nicht weiter schlimm. Und wenn da tatsächlich mal irgendwo ein Fleck auftaucht, wo nicht gestempelt wurde, das kann auch passieren, dann zeige ich dir gleich, wie man das ein bisschen ausbessern kann. So. Okay, na, der letzte ist jetzt tatsächlich ein bisschen verrutscht, aber das macht nichts. Wir haben ja noch zwei andere. Bevor ich mich jetzt um die Nuss kümmere, mache ich, glaube ich, erstmal das andere Eichhörnchen. So, auch da erst wieder in Wildleder. Zweimal. Drittes Mal, ja, passt da auch noch drauf, glaube ich. Bisschen schräg. Dann ich habe es jetzt absichtlich in Savanne gestempelt und nicht in Terrakotta oder so. Das wäre mir zu dunkel geworden für die ganze Karte. Und deswegen das Savanne. So, ich stempel mir die Blätter einmal in Savanne. Dann nehme ich erstmal hier den gefüllten Stempel. Und dann nehme ich noch das Terrakotta dazu. Hier und dann mache ich das gleiche nochmal hier unten. Dann brauchen wir noch diesen Stempel. Einmal in Savanne. Hier schön reinstempeln. Und zweimal in Terrakotta.
Okay, jetzt kann aber die Savanne weg. Und das Zimtbraun dazu. Jetzt will ich nochmal die Nuss stempeln. Dann fange ich an hier mit der eigentlichen Nuss. Da ist hier so ein bisschen was ausgespart. Das ist die Hand vom Eichhörnchen und daran kann man dann den Stempel ausrichten. Und da probiere ich jetzt einmal aus, wie es mit Zimtbraun ist für die Nuss. Und mache das obere Teil in Terrakotta. Und dann das Ganze nochmal umgekehrt. Mache ich jetzt das obere Teil in Zimtbraun. Und den unteren Teil in Terrakotta. Dann können die Stempelkissen zu. Und jetzt gucken wir uns nochmal unsere Motive an. Wenn das nicht so ganz ausgefüllt ist, wenn da irgendwas fehlt, dann kann man das nochmal ein bisschen nachbessern. Zum Beispiel mit den Stampin' Blends. Da habe ich jetzt hier das Zimtbraun-Dunkel. Nee, ich möchte aber lieber das Hell haben. Und da kann man jetzt hier die Stellen, wo ein bisschen was fehlt, auch nochmal nachmalen. Und das ist sogar gut, wenn das nicht exakt der gleiche Farbton ist, dann hat man nochmal so ein bisschen eine Schattierung drin. Das kannst du auch mit dem Fell machen, wenn dich das hier stört, wenn es ein bisschen sehr ungleichmäßig ist. Aber muss nicht unbedingt sein. Den wildlederfarbenen Stift, den lasse ich nochmal hier liegen, weil da zeige ich dir gleich noch was. Jetzt schneide ich aber erstmal meine Eichhörnchen aus. Ich brauche hier nur zwei Stück. Da das aber trotzdem ein Weilchen dauert, lasse ich das jetzt hier wieder im Schnelldurchlauf für dich, während ich hier schnippel. Und wenn ich fertig bin, dann erzähle ich dir, wie es weitergeht. Okay, da sind die beiden Eichhörnchen. Hier ist unsere Karte und so kommen die dann hier drauf. Und wenn dich das jetzt stört, dass die Eichhörnchen noch einen weißen Rand hier an der Seite haben, ich meine, man kann das nicht perfekt ausschneiden. Es muss immer irgendwie ein bisschen Rand übrig bleiben, sonst würde man vielleicht auch in die Kontur reinschneiden. Das ist jetzt nicht schlimm, das ist auch in Ordnung, wenn man das so lässt. Aber wie gesagt, wenn dich das stört, dann gibt es einen Trick. Dann kannst du mit einem Stampin' Blend einfach hier den Rand nochmal nachfahren und das auch in ja, helles Wildleder ist das hier einfärben. Du siehst das hier an der Karte, die ich schon gemacht habe. Das fällt so gar nicht auf, aber es ist eben nicht dieses Weiß, das sich nochmal am Rand absetzt und wirkt etwas anders. Ist nicht so ein Kontrast. Und man kann mit dem Stift dann auch noch ein paar Fehler ausgleichen. Ich habe ja jetzt hier das Eichhörnchen genommen, wo ich ein bisschen schräg gestempelt habe. Da kann ich jetzt auch hier nochmal über den weißen Rand innerhalb der Kontur rübergehen. Und dann, ja, wirkt es einfach ein bisschen anders. Probier es mal aus. Ich weiß nicht, ob das nur mich stört oder ja, ob das anderen auch so geht. Ist jedenfalls so ein kleiner Tipp für von Hand ausgeschnittene Motive. Ich mache das jetzt auch einfach nochmal. Ich nehme dazu die dünne Spitze und fahre dann einfach hier so am Rand entlang, bis ich sehe, dass ich alle weißen Flecken außerhalb der Kontur erwischt habe. Und dann klebe ich meine Eichhörnchen auf. Wenn du es machst, musst du natürlich schauen, dass sich der Stampin' Blend auch mit der Stempelfarbe verträgt. Normalerweise nimmt man ja, wenn man Stampin' Blends verwendet, das Memento-Stempelkissen. Aber es gibt auch ein paar normale Farben von Stampin' Up, wie zum Beispiel das Wildleder, wo dann der Stampin' Blend nicht drüber läuft und dann das Ganze verschmiert. Das solltest du auf jeden Fall vorher ausprobieren, bevor du das hier so machst, wie ich es dir gerade zeige. So, dann bin
ich schon gleich einmal rundherum. Mal schauen. Ja, also mir gefällt es so einfach besser, deswegen mache ich das. Hier nochmal ein bisschen nachbessern. So, jetzt habe ich aber doch noch was vergessen zu stempeln. Das Happy Birthday. Das habe ich aber hier schon auf dem Acrylblock drauf. Jetzt brauche ich nur noch einen Rest Farbkarton. Ich denke mal, dann nehme ich wieder das Terracotta. Hier habe ich noch ein Stück und das habe ich gestempelt in Wildleder. So, gucken, dass ich das hier halbwegs gerade drauf kriege. Ich probiere es lieber nochmal. Ja, so gefällt es mir besser, wenn das gerade am Rand gestempelt ist. Also wenn es hier gerade ist, dann brauche ich es nur noch einmal unten abschneiden und muss nicht allzu viel rumschnibbeln, bis ich meinen Streifen mit dem Spruch habe. So ungefähr 1 Zentimeter. Und dann können wir das auch schon nehmen. Okay. Die Blätter ist übrigens genauso, wie ich gerade bei den Eichhörnchen gesagt habe, dass ich mir immer ein bisschen was mehr mache, als ich eigentlich brauche. Also das war bei den Blättern auch der Fall. Die hatte ich noch übrig vom letzten Jahr, sind mir die in die Hände gefallen. Und deswegen habe ich hier noch eine kleine Auswahl und von denen stelle ich mir jetzt ein bisschen was zusammen, was ich hiermit auf die Karte drauf mache, so ähnlich wie bei der ersten Karte. Das ist mir wieder zu dunkel, dann werde ich wohl doch das hier nehmen. So, alles aufkleben und dann sind wir auch schon fast fertig. So, noch ein bisschen Deko. Ich habe hier diese kleinen goldenen Perlchen genommen. Da brauche ich aber kein Kleber mehr, die sind ja selbstklebend. Hier habe ich noch ein paar übrig und die verteile ich jetzt auf meiner Karte. Der will gar nicht mehr richtig kleben. Einfach ein paar überall hin. Ja, hier siehst du die beiden fertigen Karten. Die Eichhörnchen sind wirklich sehr niedlich. Ja, das war's. Das ist die Bookbinding-Technik. Jetzt kannst du die Karte gerne nachbasteln. Du findest alle Informationen auf meinem Blog. Da habe ich das für dich bereitgestellt. Da kannst du dir die ganzen Maße nochmal in Ruhe angucken und auch downloaden. Ich mache da ja immer so eine kleine Übersicht, die du dir abspeichern kannst. Und dann freue ich mich, wenn dir die Karte gefallen hat und wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Tschüss, bis zum nächsten Mal.